Ja, ich bin ja gerade in Sembach. Was ich hier jetzt sehe, das sieht ja aus wie so ein Tower. Habe ich schon mal von der Autobahn gesehen. Und ich habe mich immer gefragt, was das ist. Und das ist scheinbar leer. Dann habe ich mir so gerade gedacht, dass, wenn man das mieten könnte, ne? Also nur das da oben. Den Rest brauchen wir ja nicht. Das wäre cool. Cooles Wohnzimmer. Gehst du mal näher ran? Da hätte man einen super Funkempfang und eine super Aussicht. Wow, das wäre echt was. Vielleicht frage ich einfach mal. Ja, von da hinten habe ich das gesehen. Da ist die Autobahn irgendwo. Sembach. Und aus dem Flugsimulator habe ich es auch immer gesehen. Aus X-Plane. Garage. So, ja, da war ich ja gerade in Sembach und habe herausgefunden, dass das amerikanisch war und dass da die A10 gestartet sind, dieses Warzenschwein. Also es war ein richtiger Militärflugplatz vor 10 Jahren ungefähr. Bin ich mal gespannt, was das hier ist. Das ist alles in der Nähe von Sembach. Rapsfelder. Der riecht so herrlich, der Raps. Ich habe ja jetzt diese Frontscheibe an meinem Roller und dadurch kann ich alles viel intensiver riechen. Das ist herrlich. Und ich brauche keine Schutzbrille mehr. Und die Insekten fliegen mir nicht mehr ins Gesicht. So, noch schönes Wetter halt über Ostern. Heute ist ja Ostersonntag. Neu-Hemsbach. Ja. Oh, der hat ja einen tollen Kettcar. Neue Land Rover. Jeeps. Ja, hier sind viele Amerikaner. Aus Bad Dürkheim, der Vorgänger. DÜB. Bad Dürkheim ist so ein Kurort. War ich schon ein paar Mal. Ist halt sehr viel Gastronomie, aber so Kurortmäßig halt. So Schlagerparademäßig. Ist gar nicht so mein Ding. Die Leute sind heute sehr entspannt, rasen nicht so. Das gefällt mir. Ich fahre ja auch lieber gemütlich, damit ich was von der Landschaft mitbekomme. Ich mag das, wenn sich der Horizont so öffnet, so wie ihr jetzt. Herrlich. Ja,
nie in meinem Leben. Das allererste Mal. Ja, über Ostern werden ja die Christen neu kalibriert. So wie übrigens auch die Vögel, habe ich gestern gelernt, in einer Radiosendung von einem, also über einem Ornithologen. Und zwar haben die herausgefunden, dass ja im Vogelgehirn magnetische Substanzen sind, damit die sich also nach Norden ausrichten können. Das war aber schon länger bekannt. Aber jeden Tag abends zum Sonnenuntergang kalibrieren die ihren eigenen Kompass neu an der Sonne, wenn die untergeht. Fällt mir gerade ein. Zum Stichwort kalibrieren. So, jetzt bin ich gleich wieder in Sembach. Ich will noch mal an dem Tower vorbei. Der hat es mir richtig angetan. Sembach, Industriegebiet. Wir haben hier ein großes Industriegebiet, viele, viele Firmen. Und hier ist noch sehr viel freies Land, was noch verkauft wird vom Bund, habe ich gesehen. Bundesimmobilien heißt die Homepage. Junkersstraße, das klingt ja auch schon so nach Flugzeug. Wahrscheinlich war der Tower schon vorher da. Ich werde das mal bei Wikipedia recherchieren. Und die Amis haben den dann übernommen. Und jetzt haben sie den von den Amis wieder zurückgenommen. Da hinten ist er ja schon. Jetzt fahren wir praktisch auf der Landebahn. Wie mir der Ureinwohner hier vorhin erzählt hat. Das war mal die Landebahn. Klasse, also wenn man das bieten könnte, wäre ich echt sehr in Versuchung. So, fahre ich hier rum. Williams Road. So, da ist er. So drauf fahren. Klasse, oder? Da oben. Mit Balkon sogar oben. Ja, man kann ja auch Leuchttürme mieten. Warum nicht auch so ein Tower?